Wenn ich so an meine Jugend zurückdenke, was das Essen anging, so gibt es eigentlich zwei Dinge, die jemanden, der aus Thüringen kommt, absolut vom Essen her prägen. Das ist einmal die Thüringer Bratwurst und das sind zum anderen die Thüringer Klöße. Der Großvater, der hat dann geschlachtet. Da waren wir Kinder auch nicht dabei. Erst als dann das Kaninchen, das Fell abgezogen wurde mit der Rasierklinge und die Gedärme herausgeholt wurden, waren wir wieder dabei. Ich wurde dann gerügt, als ich am Tisch meiner Eltern saß, als ich schon im Beruf war, wieso ich denn so schnell essen würde. Man legte also Wert auf ein gemäßigtes Essen. Das Verklitsche bedeutete eben so diese kalte Soße, diese saure Sahne. Eine Soße mit den warmen Kartoffeln. Das ist so ein Geschmacksereignis, so, da explodiert so richtig was. Und ja, damit fing eigentlich so Frühling an. Und die Rosinen und die Mandeln, die waren in so einer riesig großen Blechbüchse oben auf dem Schlafzimmerschrank. Da kam man wirklich nicht hin.